Hört ihr mich alle? Perfekt, perfekt. Sehr gut. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier heute mal zuzuhören. Und das wird auf jeden Fall für jeden von euch interessant, der die Produkte zu Hause hat oder eins von den Produkten, ja. Oder auch wenn ihr jetzt gerade erst die Challenge gestartet seid, für jeden von euch wird das interessant, weil es geht einfach darum, jetzt gerade, wie kann ich an meinem eigenen Produkt sparen, beziehungsweise wie kann ich mir meine Produkte refinanzieren? Ja, und ich glaube, für wen ist Sparen interessant, für wen ist Refinanzieren interessant? Und wenn es nur 10 oder 20 Euro sind, hebt mal die Hand. Also für mich schon. Ja, sieht so aus für jeden, der hier Bild anhat, Licht anhat, hey. Der das Bild anhat. perfekt. Wie könnt ihr mit dem Ganzen sparen? Also vielleicht seid ihr gerade erst gestartet, vielleicht seid ihr aber auch schon was länger dabei. Und wenn ihr jetzt schon was länger dabei seid, werdet ihr wahrscheinlich auch die ein oder anderen Erfolge schon haben oder euch besser fühlen, oder? Wer fühlt sich schon besser? Wer hat das ein oder andere? Ja, sehr gut. Nice. Okay, perfekt. Dann könnt ihr auf jeden Fall nachempfinden, wenn ich sage, dass es definitiv eine gute Sache ist für euch und euren Körper, oder? Macht Spaß? Habt ihr Bock? Perfekt, sehr gut. Habt ihr vielleicht ein oder zwei oder vielleicht drei, vier Leute in eurer Umgebung, die immer am Meckern sind, ja, ich möchte das für mich erreichen oder ich möchte hier zu viel, da zu wenig, ja, ich möchte ein bisschen abnehmen. Ich sehe schon einige nicken, ja, okay. Also jeder hat immer irgendwie in seinem Freundeskreis oder vielleicht sogar in der Familie Leute, die sagen, okay, ich bin nicht unbedingt zufrieden mit dem, was ich jetzt gerade oder wie ich jetzt gerade aussehe, ja, ich bin nicht zufrieden mit meiner Fitness, nicht zufrieden mit meinem Muskelaufbau oder nicht zufrieden mit meiner Fettreduktion, Stoffwechsel etc. etc. Ja, oder fühle mich vielleicht einfach schlapp und ausgelaugt, so wie die Mamas immer, ne, lange Nächte und kurze Nächte, lange Tage, so rum. Andersrum wäre schön, ja, funktioniert nicht. Genau, und wenn das der Fall sein sollte, dass ihr einfach in eurem Freundeskreis und in eurer Umgebung da Leute habt, die das Ganze interessant finden oder wo ihr denkt, ja, die könnten das interessant finden, dann publiziert das einfach mal. Weil, es ist jetzt eine richtig coole Sache, wenn ihr einfach ein, zwei, drei Leute mitbringt in diese Challenge, ja, die sagen, boah, richtig cool, was du da machst, Alina, richtig cool, was du da machst, Nila, etc., etc. Erzähl mir das doch mal oder du sprichst an und sagst, hey, findest du das und das nicht interessant? Ich mache das gerade, hab den und den Erfolg für mich und ich weiß, dass du ja auch immer einen Erfolg haben möchtest und gerade nicht weiterkommst. Und ihr erklärt es einfach so ein bisschen, ja, einfach das, was in eurem Herzen ist. Ihr sollt nicht irgendwie großartig mit Fachsprache oder irgendwas, sondern erzählt einfach, was ihr mit der Challenge erreicht habt. Und wenn ihr dann einfach zwei, drei Leute mit in die Challenge bringt, dann, oder auch nur eine Person, das ist ganz egal, ja, dann können wir euch registrieren hier. Also ihr kriegt eine eigene Internetseite, ein eigenes Office, ja, wir können euch registrieren, ihr könnt Bestellungen eingeben, zum Beispiel von euren Freunden, ja, die sagen, ich will das komplett mal ausprobieren und bekommt immer 10% zurück. Ja, und das ist halt eine richtig coole Sache, weil im Endeffekt ist es eine Empfehlung, die ihr tätigt. Und wir empfehlen jeden Tag was. Wenn wir im Kino waren, empfehlen wir irgendeiner Freundin oder irgendeinem Freund einen Kinofilm, ja. Wenn wir im DM ein Shampoo holen, ja. Die Nila hat mir heute erst wieder ihr Lieblingsshampoo empfohlen, ja. Im Endeffekt geht sie in diesen Laden, kauft dieses Shampoo und kriegt nichts dafür. Obwohl die vielleicht 10 Menschen empfohlen hat und 10 Menschen dahin gehen und dieses Shampoo kaufen. Ja? Oder ihr geht ins Kino und 10 Menschen gehen ins Kino. Wir wissen alle, dass Kino gar nicht so günstig ist, ja. Also das Kino macht gut Umsatz durch euch. Aber ihr bekommt ja nichts zurück. Ihr zahlt ja trotzdem den vollen Preis. Ihr kriegt nicht mal das Popcorn umsonst. Und hier ist es anders. Wenn es euch gefällt und ihr habt Spaß daran, ja, dann teilt es einfach mit euren Freunden, eurer Familie und ihr bekommt was zurück von der Firma selber, nämlich 10%. Und das sind 19 Euro für jedes Complete. Ja, und wenn ihr überlegt, eure erste Rate kostet schon 48 Euro und wenn ihr einfach zweieinhalb, ihr bräuchtet quasi nur zweieinhalb Leute, die sagen, boah, ich finde es interessant im Monat und habt schon eure erste Rate wieder raus. Ja, bekommt das Geld quasi zurücküberwiesen. Ist es nice oder ist es nice? Ist nice. Okay, sehr gut. Und selbst wenn es nur eine Person ist, ja, dann sind es 19 Euro, die man gespart hat, die man einfach wieder zurücküberwiesen bekommt, nur weil man jemand anderem sagt, pass mal auf, ich mache das und das und das ist für dich bestimmt auch interessant und derjenige möchte einfach so ein bisschen sein Leben auch verändern. Ja, also es ist mega, mega cool, diese Refinanzierung einfach zu starten, um sich selber was Gutes zu tun und somit auch anderen was Gutes zu tun. Ja, weil wenn die sich gut fühlen, und du kannst an deinen Produkten sparen, beziehungsweise sie umsonst bekommen, ist halt schon eine coole Sache. Natürlich bekommt ihr auch für jedes Produkt, was ihr euch selber bestellt, 10% zurücküberwiesen.
Ja, bedeutet halt, wenn irgendwann euer Complete leer ist oder eure Kapseln sind leer, ja, und ihr bestellt es über euren eigenen Account, nicht nur, nicht mehr über den von eurem Mentor, dann bekommt ihr selber 10% auf eure Produkte. Ja, also das heißt, allein dafür lohnt es sich schon, wenn man selber für sich sparen kann. Ja, und das ist halt eine richtig, richtig coole Sache, weil man kann Leben verändern und man kann sein eigenes Leben halt auch ein Stück weit besser machen, indem man einfach ein bisschen spart. Genau, das mal dazu. Natürlich könnt ihr die Sache auch ganz anders machen. Also ihr könnt natürlich, abgesehen von der Refinanzierung, auch viel, viel mehr daraus machen. Also im Team helfen wir wirklich jeden Monat circa zwischen 200 und 300 Leuten, einfach einen gesünderen Lifestyle einzuschlagen. Und natürlich kannst du auch viel mehr Leute inspirieren, einen gesünderen Lifestyle einzuschlagen. Ja? Wenn du es einfach mal auf Instagram postest, wenn du es einfach mal auf Facebook postest, wenn du auf WhatsApp in deine Story postest. Ja? Also da gibt es ja super viele Möglichkeiten, einfach ein paar mehr Leute zu erreichen. Aber im Anschluss an diesen Zoom, für alle, die es interessant finden, machen wir einfach noch so einen kleinen Kick-off-Startup-Zoom, ja, damit ihr auch hört, okay, wie würde ich denn jetzt starten, wenn ich Bock hätte, das zu tun, ja, was ihr tut. Und das ist halt mega entspannt, das macht mega viel Spaß. Ihr könnt entscheiden, wie viel ihr macht und ihr könnt entscheiden, wie wenig ihr macht. Und wenn ihr viel macht, verdient ihr mehr. Wenn ihr wenig macht, verdient ihr weniger, aber könnt euer Produkt refinanzieren. Genau, das mal ganz kurz zur Refinanzierung und natürlich auch zu der Sache mit dem Business, ja, wenn ihr das größer macht. Also ich mache das zum Beispiel seit 3,5 Jahren hauptberuflich und kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwas anderes zu machen, weil es einfach mega viel Spaß macht, anderen Menschen zu helfen, man einfach super viel zurückbekommt und vor allem auch immer fit bleibt, ja, wenn man das ja hauptberuflich macht. Genau, also ich habe jetzt heute die Nila hier im Zoom und die hat letzten Monat eine Bonusstufe erreicht, die heißt SC, fragt jetzt nicht, was es heißt, es geht jetzt einfach so ein bisschen mehr ums Business, ja, also darum, wenn man das so ein bisschen intensiver machen möchte und vielleicht sich einfach einen Urlaub dazu verdienen möchte oder vielleicht darüber hinaus, weiß ich nicht, für andere Dinge ein bisschen mehr Geld braucht, ja, man kennt das ja, ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen viel Monat, am Ende des Geldes da, ja, und so kann man sich halt jeden Monat einfach mal 200, 300, 400, 500 Euro oder mehr dazu verdienen und ja, genau, Nila, vielleicht erzählst du mal, was du diesen Monat erreicht hast, wie viel du verdient hast und vor allem, was es mit deinem Leben schon verändert hat, jetzt aktuell. Hey, Lieben, könnt ihr mich hören? Okay, für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Nila, 28 Jahre alt, alleinerziehende Mama von einem 3-jährigen Sohn und gerade mitten in der Examensprüfphase in der Altenpflege. Ich weiß also, was harte Arbeit, wirklich harte körperliche Arbeit bedeutet und ich weiß auch, was es bedeutet, dafür nicht, nicht wertgeschätzt zu werden oder nicht dementsprechend entlohnt zu werden. Und ich habe letzten Monat, beziehungsweise habe jetzt quasi diesen Monat eigentlich fast so gut wie das Doppelte finanziell hier in dem Business verdient, als ich in Altenpflege verdient habe. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, weil wenn man diese beiden Jobs miteinander vergleicht, ja, also hier habe ich A, Zeit für mein Kind, nicht wie in der Altenpflege, muss den morgens um 7 als erstes Kind in die Kita geben, damit ich um 7:30 auf der Arbeit sein kann. Ich muss ihn nicht bis irgendwann nachmittags in der Kita lassen, weil ich ja dann auch noch irgendwie einkaufen muss, noch irgendwas erledigen muss, weil ich vielleicht auch noch zum Sport möchte, etc. etc. Ich kann hier mit meinem Sohn auf der Couch liegen, so wie eben, König der Löwen gucken und nebenbei Business machen. Das heißt, ich kann Zeit mit meinem Kind verbringen und nebenher Geld verdienen. Ja, und das ist auch der springende Punkt, warum das Business für mich auf jeden Fall für jeden, der hier in diesem Zoom ist und auch für jeden, der es eigentlich noch gar nicht weiß, ja, das Richtige ist. Gerade wenn man Mama ist, gerade wenn man es einfach satt hat, für etwas zu arbeiten und dafür nicht entlohnt zu werden oder in diesem Kasten, in diesem, ja, in dieser Gesellschaft, wo man so reingedrückt wird quasi, ja, mit, komm, ich gebe dir 1400 Euro, dafür arbeitest du jetzt für mich jeden Tag 8-9 Stunden. Ja, das wird uns ja vorgegeben. Man schreibt uns vor, wie viele Stunden wir zu arbeiten haben. Man schreibt uns vor, wie viel wir dafür bekommen. Und hier ist es anders. Natürlich bekommen wir hier auch unsere 10%, unsere 14%, unsere 17%. Ja, das ist ganz klar. Aber da ist niemand, der sagt, Nila, du musst jetzt 8 Stunden arbeiten. Du musst das jetzt 8 Stunden machen. Nein, ich entscheide selber. Ich mache das 8 Stunden. Warum? Weil es mir Spaß macht. Ganz einfache Antwort, weil es mir Spaß macht. Natürlich finde ich das Geld am Ende des Monats oder am 10. auch prickelnd. Ja, freue ich mich natürlich, 1700 Euro verdient zu haben. Ja, mal eben so, einfach so dazu, ja, aber man muss einfach mal diesen Faktor sehen, ja, es macht mir Spaß.
Ja, ich würde gerne, wenn ich könnte, 8 Stunden am Tag. Das ärgert mich, dass ich es momentan noch nicht so am Stück oder noch nicht so intensiv machen kann, weil ich halt eben auch noch arbeiten muss und weil ich noch lernen muss und dann noch Kind. Und trotzdem mache ich es so viel, wie es geht. Trotzdem mache ich es so oft, wie es geht, weil es einfach Spaß macht, weil man immer wieder aufs Neue diese Freude hat, anderen zu helfen. Ja, wenn die Mädels einem schreiben, ey, ich habe 10 Kilo abgenommen oder ich habe 2 Kilo abgenommen oder wenn die schreiben, mir geht's besser. Ja, schon alleine dieses Wort, mir geht's besser oder ich fühle mich besser, ich fühle mich fitter, ich bin wacher, ich bin aktiver. Ja, die kommunizieren in der Gruppe. Ja, für mich bedeutet dieses Business einfach Freiheit. Ja, das ist einfach so. Finanzielle Freiheit. Ich habe mehr Zeit mit meinem Kind. Ich kann Pläne schmieden für mein Leben, weil ich genau weiß, dass es Zeiten geben wird, wo es mir einfach finanziell und menschlich so gut gehen wird, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Ja, also ich habe so ein Sprungbrett für mich gefunden, für mich und mein Leben und das Leben meines Kindes. Und ich wünsche es einfach jedem. Also egal, ob es jetzt mit einer Refinanzierung beginnt, ja, ist ja ganz klar, nicht jeder muss diesen Weg gehen. Ja, aber selbst wenn es nur mit einer Refinanzierung anfängt, ihr werdet mit der Zeit merken, ja, was es für euch noch offen hat, ja, was ihr noch erreichen könnt. Ja, niemand verlangt oder niemand sagt, boah, ihr müsst jetzt hier das große Geld machen, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, dass ihr die Chance seht, dass ihr einfach hier mit diesen Produkten, dass ihr mit dem, was wir machen, einfach euch was dazu verdienen könnt und gleichzeitig andere wiederum in diese Position zu bringen, wo ihr gerade seid, weil im Endeffekt hat jeder von euch ja mit einem Produkt angefangen. Und letzten Endes seid ihr jetzt hier in unserem Zoom, wo wir euch erklären, wie ihr einen weiteren Schritt machen könnt. Und so ist es eine never-ending Story. Es ist ein Kreislauf. Es ist immer, der Kreis schließt sich. Und das ist das Schöne hier daran, finde ich. Also mir hat es super viel auch menschlich gebracht. Ich habe mich in dem letzten halben Jahr menschlich super krass verändert zum Positiven. Ja, also ich glaube, das klingt immer ganz blöd, wenn man das erzählt bekommt, wenn man das selber nicht so durchlebt hat, wenn man das selber nicht schon am eigenen Leib halt die Erfahrung gemacht hat. Aber dieses Business bringt euch nicht nur Geld, dieses Business bringt euch auch menschlich weiter, also in der Reife weiter, charakterlich weiter. Und das ist einfach was, ja, unbezahlbar eigentlich. Mega, danke, Dieter. Wie viel hast du mal verdient? 1.700 Euro in einem Monat? 1.700 insgesamt, ja. Ja, und das von zu Hause aus nebenbei. Also, und es ist einfach mit Spaß. Genau. Und ich habe noch nicht 100%, also ich habe noch nicht mein volles Pensum ausgeschöpft, das muss man noch dazu sagen. Ne? Also es ist wirklich zwischen Arbeiten gehen, Lernen fürs Examen, Kind, ja, also ich denke, wenn ich jetzt demnächst nach dem Examen noch mehr Zeit habe, dass dann noch, also ne, es kommt halt immer darauf an, was investiert man. Ne, investiere ich jetzt 1 Stunde am Tag, investiere ich 2 Stunden am Tag, nicht dieses, ich muss jetzt machen, sondern was bin ich bereit zu investieren. Und wenn ich bereit bin, wirklich mehr, also viel Zeit zu investieren, ja, diese Zeit wird euch aber nicht so vorkommen, als wenn ihr sie opfern müsst, weil ihr im Endeffekt ja nebenher noch leben könnt. Ja, also ihr müsst nicht sagen, oh, ich muss jetzt Business machen, ich kann jetzt anderes machen, sondern ihr könnt, wenn ihr an der Kasse steht, wenn ihr beim Arzt sitzt, wenn ihr im Stau steht, wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr am Klo seid, was weiß ich, egal, ja, ihr könnt von überall aus Business machen. Und es ist keine Zeit, die euch verloren geht, weil ihr immer noch genügend Zeit habt, andere Dinge zu machen. Ja, und das ist halt das Coole. Das ist halt das Coole. Ich habe es eben wieder gesagt. Ich habe mir eben gedacht, so, boah, du sitzt jetzt hier auf deiner Couch, da läuft König der Löwen, du sitzt hier mit deinem Kind, im Endeffekt, du kuschelst mit deinem Kind, ja, der guckt den Film und ich sitze mit ihm hier, kann ihm meine Körpernähe geben und schreibe gleichzeitig dann die Leute an und mache mein Business. Ja, und das ist, also im Endeffekt, findet man eigentlich nirgendwo anders so, diese Kombination. Ja. Macht ultra viel Spaß. Also geografisch frei, weil ihr von überall aus arbeiten könnt. Finanziell frei, weil es euch einfach eine finanzielle Spritze gibt. Und zeitlich ebenso flexibel. Ja. Alina, ich weiß nicht, habt ihr nicht vorbereitet, Alina? Es tut mir auch sehr leid, aber ich wollte dich fragen, ob du vielleicht einen Satz sagen kannst, was das, also weil wir haben ja letztens darüber geredet, was das mit dir so emotional und vom Selbstvertrauen her gemacht hat. Magst du vielleicht 1, 2 Sätze sagen, so was bei dir passiert ist, was wie es war, bevor du das Business angefangen hast und bevor du die Challenge angefangen hast und wie was sich jetzt entwickelt hat?
Ja, also ich hatte sehr, sehr wenig Selbstvertrauen vor dem Business, bevor ich eingestiegen bin und bevor ich auch generell die Produkte genutzt habe und war auch am Anfang sehr, sehr skeptisch, auch wegen den Produkten und habe dann begonnen einfach mit den Produkten und Tanita hat dann ganz oft mit mir gesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ins Business einzusteigen, weil es mir doch sehr viel gibt und es mir psychisch auch nicht wirklich gut ging in der Zeit. Und ja, genau, dann bin ich eingestiegen und dachte mir, okay, schaue ich mal. Und davor habe ich mal ab und zu ein Foto auf Instagram gepostet, mehr nicht. Also ich habe mich nie irgendwie in Stories gezeigt oder so. Oder auch das, was ich jetzt gerade mache, dass ich so spreche, hätte ich mich davor niemals getraut. Niemals. Und jetzt, mein Selbstvertrauen ist schon so gestiegen. Also ich mache am Tag ziemlich viele Stories und rede mit den Menschen auch selbst und ja, genau. Danke, war wie eingeübt hier, Alina. Immer so. Richtig nice, wirklich. Das ist richtig krass, weil als ich Alina kennengelernt habe, war sie wirklich so ganz unsicher und gar nicht selbstbewusst. Ja, und ich dachte immer, boah, so ein nettes Mädchen, so, man kommuniziert ja, man denkt sich ja, boah, krass, sie ist total nett und sympathisch und hat sich aber nie so getraut. Und dann einfach, also da sieht man mal, wie das halt auch emotional und menschlich einen weiterentwickeln lässt hier. Ne? Ja. Super, 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 super. Vielen Dank an Nina, vielen Dank an Alina, vielen Dank an eure Zeit, ja, oder für eure Zeit. Wenn ihr sagt, das klingt interessant für euch und es ist egal, ob es eine Refinanzierung ist oder ob es so ist, wie Nila es macht, ja, also es ist ganz egal, was auch immer euer Ziel ist, schreibt einfach euren Mentor an, fragt den nach, wie es jetzt losgeht, wenn ihr loslegen wollt oder bleibt einfach in Zoom, dann hängen wir nochmal einen kurzen Startup dran, wie ihr dann auf Instagram quasi loslegen würdet, einfach mit dem Business zu starten, beziehungsweise wie wir über Instagram arbeiten. Wenn ihr sagt jetzt, ihr müsst erstmal eine Nacht drüber schlafen, dann könnt ihr auch gerne jetzt aus dem Zoom gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Bye, bye.